Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Runde Ermutigungen in dieser Woche. Da wir ja schon Ende Oktober haben und bald der November kommt und dann der Dezember, der Jahreswechsel, möchte ich in dieser Woche eine Art Werbeblock machen, nämlich für die hier, für die Losungen, die Tageslosungen der Herrnhuter Brüdergemeine. Gottes Wort für jeden Tag, wie sie auch heißen im Untertitel. Ich lebe seit vielen Jahren mit den Losungen und gebrauche sie eigentlich jeden Tag oder fast jeden Tag. Und ich kann sie jedem Menschen nur sehr empfehlen und möchte in dieser Woche ein bisschen für sie werben, indem ich nämlich sage, was aus meiner Sicht so spannend ist an den Losungen und warum sie so ein guter Begleiter durchs Jahr sind. Das Erste ist, was spannend ist an den Losungen, ist die Geschichte. Die Losungen gibt es seit fast 300 Jahren. 1728 wurde die erste Losung in Herrnhut herausgegeben in dieser kleinen Freikirche und 1731 sind die Losungen zum ersten Mal als Buch erschienen. Die Losungen enthalten für jeden Tag des Jahres zwei Bibelworte, eins aus dem Alten, eins aus dem Neuen Testament. Das alttestamentliche Wort wird ausgelost. Einige Jahre vorher, bis heute in Herrnhut ausgelost, das neutestamentliche Wort passend dazu ausgesucht. Die Losungen sind damit ein idealer Start in den Tag und sie haben im Laufe dieser fast 300 Jahre viele, viele Menschen begleitet und inspiriert, die Bibel zu lesen. Sie sind morgens für mich der Startpunkt in das Lesen und Studieren der Bibel, von den Losungen aus erschließt sich mir die Bibel. Ein wunderbarer Begleiter für jeden Tag sind diese Verse. Ich möchte euch morgen erzählen, warum die Losungen für mich wichtig sind in Bezug auf die Kirche, weil sie mich in eine große Gemeinschaft hineinstellen. Heute wollte ich euch sagen, die Losungen sind für mich wichtig wegen ihrer langen Geschichte. Ich bin ja ein eher konservativer Mensch. Ich mag Dinge, die bewährt sind, die sich bewährt haben. Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine als Begleiter durch das Jahr für jeden Tag, die haben sich tatsächlich bewährt seit fast 300 Jahren im Leben von Millionen von Menschen, die dadurch Gottes Wort in ihr Leben hineingelassen haben. Ich kann euch die Losungen nur empfehlen und freue mich auf morgen. Und ich wünsche euch einen richtig guten Tag, ihr Lieben. Seid gesegnet, seid behütet, passt gut auf euch auf und passt aufeinander auf. Bis morgen, ciao.